Mildes Herbstwetter im Gelsenkirchener Parkstadion. Es wehte nur ein laues Lüftchen. Ausgesprochen stürmisch hingegen die Angriffe der Gastgeber Schalke zu erkennen an den weißen Hosen. Zumal wir hier mit Kurt Niedermeyer im Stuttgarter Dress einen neuen Libero hatten, da Macker nach 4 gelben Karten gesperrt war. Täuber sahen Sie hier gerade, dann Dieter Schatzschneider, Kleppinger und Tor für Schalke nach bereits 3 Spielminuten. Klaus Täuber bringt die Elf von Diethelm Ferner nach einem Zuspiel von Kleppinger mit 1:0 in Front. Helmut Rohleder, keine Abwehrmöglichkeit. Und Junghans im Tor von Schalke sah zunächst einmal einen Angriff eingeleitet von Niedermeyer nach 5 Minuten und hat hier etwas Glück bei diesem Kopfball von Allgöhr. Doch Bernhard Dietz, der Älteste und wiederum einer der Besten im Trikot von Schalke 04, brachte das Angriffsspiel immer wieder nach vorne, schlug herrliche Pässe. Hier Zuspiel auf Klaus Täuber. Nur 4 Minuten nach dem 1:0. Die Stuttgarter rechnen mit einem Abspiel und da ist der Ball erneut im Tor. Wiederum heißt der Torschütze Klaus Täuber. Sie sehen, er ging gehandicapt im Spiel, trägt eine Bandage am rechten Oberschenkel. Aber davon war zu Anfang gar nichts zu merken. Noch einmal diesen sehenswerten Lauf. Links wartet ein Mitspieler, Täuber zieht ab, Rohleder zum zweiten Mal geschlagen. Jubel auf den Rängen bei den rund 26.000 Zuschauern und geradezu beseelt danach das Schalker Spiel. Kombinationen wie aus dem Fußball-Lehrbuch liefen, es klappte einfach alles. Diersten war das mit einem mächtigen Schuss aus gut 30 Metern. ...16 Minuten gespielt, weiterhin 2:0 für Schalke und der Gastgeber spielte wirklich aus einem Guss, Bernhard Dietz. Michael Jakobs ist das, auch er bandagiert. Dann Dieter Schatzschneider. Macht eine gute Partie heute und unglücklich dann Niedermeyer, der Libero des heutigen Tages, lenkt den Ball unerreichbar für Helmut Rohleder ins eigene Tor. Schalke führt 3:0 nach 17 Minuten. Hier sehen wir noch einmal Schatzschneider und dann Niedermeyer, der hier hineingerätscht, sich dabei auch ein wenig verletzt. Oberschenkelzerrung, möglicherweise aber auch Muskelfaserriss. Niedermeyer muss ausscheiden. Für ihn kommt Andreas Müller ins Spiel. Rainer Maurer. Der Stadionsprecher sagt zwar Rainer Maurer, aber es ist Andreas Müller. Es gab einige Verwirrungen in der Mannschaftsaufstellung, sowohl bei Schalke als auch in Stuttgart. Der neue Mann bei Stuttgart, also jetzt Andreas Müller. Es gab eigentlich nur eine sehenswerte Kombination des deutschen Meisters in der ersten Hälfte, die wir hier sehen. Nico Klaassen, sehr gut bewacht von Michael Jakobs über 90 Minuten. Zuspiel zu Allgöwer. Junghans besteht die erste Bewährungsprobe. Doch dann wieder gespielt, jetzt eine knappe halbe Stunde, Schalke 04. Werner Vöckler, der Schiedsrichter, hatte kaum Schwierigkeiten in dieser fairen Begegnung. Diersen, auch der zieht ab. Und Helmut Rohleder konnte einem schon leid tun in dieser Phase. Er hatte wenig Ballkontakte, kassierte bis dahin 3 Treffer. Dennoch muss man sagen, der Torhüter aus Stuttgart machte keine schlechte Figur. Olaf Thon mit Diersen zusammen zogen sie die Fäden im Mittelfeld. Bernhard Dietz. Schauen Sie sich diese Kombination an, wirklich sehenswert. Schatzschneider, Kneppiger im Nachsetzen, 4:0 gespielt, 32 Minuten. Gerhard Kleppinger nach dem Zuspiel von Schatzschneider macht sein Tor und heute auch das beste Spiel im Trikot von Schalke 04. Sehen wir noch einmal dieses Tor. Schatzschneider, der sich hier durchsetzt.
angegriffen von Bernd Forster. Kleppinger nimmt direkt, setzt am schnellsten nach. Wiederum hat Rohleder das Nachsehen. Dies war auch der Pausenstand vor 26.000 Zuschauern und damit schien eigentlich alles gelaufen. Zumal Schalke auch nach der Pause sofort energisch nachsetzte. Olaf Thon. Foulspiel von Karl-Heinz Forster. An Dieter Schatzschneider. Ein wenig Aufregung. Dann Freistoß Diersen, das ist eine Spezialität von ihm. 25 Meter, Rohleder auf der Hut. Inzwischen 60 Minuten gespielt. VfB Stuttgart bemüht, das Angriffsspiel zu ordnen. Aber im Abwehrzentrum, da stand ein Mann wie Bernhard Dietz. Und wie souverän er seine Abwehr dirigierte, sehen Sie hier. Glänzendes Zuspiel zu Diersen, dann wieder einer der schnellen Konter von Schalke. Kleppinger. Weites Zuspiel zu Täuber. Dann bekommt Klaus Täuber einen Wadenkrampf, wird minutenlang behandelt und muss wenig später ausscheiden. Hier sehen wir ihn nach einem großen Spiel, geht er also hinaus. Für ihn kommt mit der Nummer 14 Kruse ins Spiel. Klaus Täuber wird stürmisch verabschiedet, der neue Mann für Schalke heißt Kruse. Wenig später kommt dann auch noch Berge für den ebenfalls angeschlagenen Jakobs. Doch mit dem Hinausgang beider Spieler wurde das Spiel des deutschen Meisters auch enorm stärker. Klinsmann ist das, der sich hier durchsetzt. Junghans auf den Posten. Plötzlich schien bei Schalke 04 der Faden gerissen. Stuttgart wurde zunehmend stärker. Sigor Winzer. Dann Algöver, Entfernung gut 30 Meter. Er zieht ab und trifft. Dieses Türchen wurde eigentlich noch ein wenig müde belächelt von den Schalker Zuschauern. Man sagte, naja, ein Tor können sie ja schießen. Die Fußballer aus Stuttgart. Und wie, das sehen Sie hier, hervorragend abgezogen von Algöver. Die Anzeigetafel reichte kaum noch auf. So viele Tore waren gefallen. Dann noch einmal Schalke. Schatzschneider wurde schwächer in der zweiten Hälfte. Olaf Thon. Und wiederum Rohleder. Es gibt den fünften Eckball für Schalke. Memmering wird da gefoult von Sigor Winzer. Der kann es nicht fassen, beschwert sich, hat aber Glück. Er hat schon die gelbe Karte bekommen. Dann Freistoß. Für Schalke, Memmering. Ja, und Berge vergibt eigentlich das 5:1. Das wäre natürlich die endgültige Entscheidung gewesen. Und die Stuttgarter mit dem zweiten Wind praktisch in diesem Spiel. Ohlicher nach fünfwöchiger Pause mit einer durchschnittlichen Leistung. Und dann ist Andreas Müller da. Und nach 80 Minuten heißt es nur noch 4:2. Die Flanke von Sigor Winzer, herrlicher Kopfstoß. Junghans geschlagen, 4:2. Und plötzlich zittern bei Schalke. Dieter Entferner bleibt nicht mehr auf der Bank. Die Stuttgarter jetzt energisch nachsetzen, greifen viel früher an. Entlastung durch einen sehenswerten Sololauf von Kruse. Minuten gespielt, weiterhin 4:2. Doch der deutsche Meister wurde immer stärker. Doch noch die Wende im Gelsenkirchener Parkstadion. Nico Klaassen, 87. Minute, 3:4. Verwirrung im Schalker Strafraum.
einschließlich Torhüter Junghans, und die nutzt Nico Klaassen zum 3:4. Und jetzt wurde dieses Spiel zu einer Zitterpartie. Die letzte Minute läuft. Natürlich spielt man jetzt auf Halten. Dann der erlösende Schlusspfiff von Schiedsrichter Werner.